entschuldigen Sie meine Verspätung. Frau Zauner, richtig? Ja, genau. Gut. Wir sind heute zum ersten Mal da? Ja. Und was hat Ihnen zu mir geführt? Naja, die Frage müsste eher lauten, wer hat mich zu Ihnen geführt? Gut. Wer hat Ihnen zu mir geführt? Naja, die Lea Berger, falls Ihnen das noch was sagt. Das ist eine Bekannte von mir. Die haben Sie auch mal betreut. Mhm. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen, Frau Zauner? Naja, bin eigentlich aus keinem bestimmten Grund da. Mir ist halt gesagt worden, dass irgendwie jeder Mensch wen braucht, mit dem er wieder ein wenig reden kann. Und ja, wenn ich ehrlich bin, mir fallen zwischenmenschliche Beziehungen halt eher ein wenig schwieriger, nennen wir es halt einmal so. Und ja, dann habe ich mir gedacht, eine Psychologin, das war doch für mich das Richtige. Und vor allem, sie unterliegen mir einer Schweigepflicht, oder? Ist richtig. Ja. Alles, was wir heute und in den folgenden Sitzungen erzählen, bleibt streng vertraulich. Okay, ja. Das finde ich gut zum Wissen. Ja. Da redet man sich sicher viel leichter. Ja, es ist für viele Menschen leichter, ehrlicher zu sein. Das auf jeden Fall. Mhm. Ja, und wie funktioniert das jetzt? Wie meinst du das? Naja, wo fange ich an oder worüber soll ich da jetzt reden? Ich erkläre es Ihnen einmal so. Sie sind zu mir gekommen. Mhm. Das heißt, wir reden über das, was Sie wollen. Wir können die Sitzungen so gestalten, wie Sie gerne wollen. Mhm. Ja, das hört sich ja eigentlich schon mal gut an. Gibt es denn irgendein bestimmtes Problem, was Sie haben? Ein Problem? Nein. Eigentlich, nein, fällt mir nichts ein. Brauchen Sie bei irgendwas einen Rat vielleicht? Auch nicht, nein. Mein Leben rennt eigentlich gerade so, wie es ist, tadellos, ja. Erzählen Sie mir ein bisschen was davon. Ja, wo fange ich an? Ich bin 26 Jahre alt, bin jetzt seit 5 Jahren mit meinem Freund beieinander. Ich arbeite als Sekretärin beim Rechtsanwalt. Und ja, sonst? Ja, ich bin jetzt mit dem Thomas seit 2 Jahren in einer kleinen Wohnung halt zusammengezogen. Ja, wir haben keine Haustiere, weil er ist so ziemlich gegen jedes Viech allergisch, was es irgendwie nur gibt. Ja. Wie haben Sie denn Ihren Freund kennengelernt? Ja, es ist eigentlich ganz witzig. Ich war, glaube ich, auf dem Weg heim von der Arbeit. Ja, ich glaube das. Ja, müsste stimmen. Und da hat er mein Telefon geleitet und ja, da war er halt dran. Ich habe einen Nachmittag gesucht für meine Wohnung, darum hat er mich halt angegriffen, weil er sich für die Wohnung interessiert hat. Ja, so war das, Thomas. Hi! Servus, Thomas. Nina, hallo. Hi, komm her. Du, interessierst du für die Wohnung? Genau. Ja, also, cool. Ich hab's gelesen und hab mir gedacht, darf ich schon was ziehen? Ja, sicher, zieh schon raus, bitte. Ich hab's gesehen und hab mir gedacht, okay, passt halt genau, weil ich zieh halt mit meinem Bruder rein. Ah, mit dem Bruder? Genau, weil, ja. Alleine ist noch ein bisschen zu her, aber. Ja, stimmt. Frau! Gibt es eigentlich eh nicht viel zum Sagen. Mhm. Esszimmer? Extra, das ist super, ja. Da war dann die Küche rein. Okay, die ist auch schon groß. Ja. Und mein Bruder ist hoch, also für den wird das relativ super sein. Ja, ich die Kuchen haben nicht, aber. Ja, können wir sich trotzdem ein wenig austoben. Voll. Ja. Esszimmer würde ich da lassen, wenn es für dich passt. Okay. Und für euch? Ja, wir haben eigentlich eh genau gar nichts, weil. Ja. Wir fangen quasi von vorne an. Ah, okay. Ja, das ist Wohnzimmer. Okay. Da nehme ich alles mit, also da lasse ich gar nichts da. Okay, Couch haben wir, Fernseher haben wir auch logischerweise. Cool, richtig groß. Ja. Gefällt mir. Weißt du, wir haben nur ein Bad. Ich meine, das ist jetzt nicht recht groß, ja. Ja, aber. Braucht man dann eh nicht. Ja, ein Badwand ist drinnen, siehst du, und was voll super ist, ein Fenster. Ah, das ist also wichtig. Das ist echt was wert. Super. Ja. Das ist eben nur das kleinere Zimmer. Okay, das kriegt er näher. Gleich so schnell entschlossen. Ja, ich schaue mal die Wohnung an. Nein, ich schaue mal die Wohnung an, also entscheide ich ja. Okay. Voll schön, voll schön. Schlafzimmer. Das nimmst du wahrscheinlich auch mit, Schätzzimmer? Ja, das nehme ich mit, ja. Okay. Ja, es ist halt das größere Zimmer von den zwei. Also meins? Also deins, okay. Ja. Schön, ja. Wirklich super. Ja, weiß nicht, hast du den Artikel gelesen? Also Ablöse 1300. Genau, genau. Voll. Und Mitte ist jetzt wie viel? Genau. 727 okay. Sind es, genau. Passt. Ja, von mir aus, also ich nehme es sofort, wenn es für dich passt. Wirklich?
Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ja, also von mir aus, haut sie. Ja, dann. Ich glaube, Gemeinde sind wir da. Wollen wir gleich fahren? Ja. Glaubst du, da schreiben? Nachher kommt man noch was essen, gell, oder? Ja. Okay. Ja, sicher, wieso nicht? Okay, gehen wir. Ja, okay. Ja, und wir sind dann nicht einmal nur auf Gemeinde gegangen. Wir sind dann, ja, gemeinsam essen gewesen. Und um 5 in der Früh sind wir dann erst heim. Man getrennt natürlich, ja, also. Ich habe mir wirklich Zeit lassen bei ihm. Aber verliebt war er sofort. Er ist einfach so ein total wunderbarer Mensch. So liebevoll und zuvorkommend und immer hilfsbereit. So, ja, ein richtiger Glücksgriff. Sie würden also sagen, Sie sind völlig glücklich mit Ihrem Partner? Ja, voll und ganz. Also, man, natürlich, es gibt schon hin und wieder mal so kleine Streitigkeiten, aber ja, meiner Meinung nach sind es halt Lappalien. Und das gehört zu einer Beziehung doch dazu und ja, das kennen doch Sie bestimmt auch, oder? Ja, wer kennt das nicht? Aber zurück zu Ihnen. Ich weiß jetzt, Sie sind Sekretärin, Sie haben einen sehr netten Partner, aber was gibt es noch, was über Sie wissen solltet? Zum Allgemeinen, oder? Mhm. Ja, gibt es nicht wirklich was. Ich gehe gerne in die Arbeit, verstehe mich gut mit meinen Kollegen. Ja, und wieder gehe ich ein bisschen ins Fitnessstudio, man muss ja fit halten. Und sonst? Ja, wir gehen gerne ins Kino, der Thomas und ich. Und wenn wir nicht ins Kino gehen, dann schauen wir uns halt daheim einen Film an. Ja, ich bin sehr glücklich mit ihm. Wie schaut es denn mit Ihrer Familie aus? Ja. Familie habe ich keine. Warum nicht? Ja, die sind gestorben, wie ich 13 war und ich habe halt dann bei meiner Oma gelebt. Mütterlicherseits. Und die ist halt dann auch gestorben. Wollen Sie über das reden? Über meine Familie? Mhm. Ich habe gesagt, da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Ja, sie sind halt beim Auto vor ihrem Leben gekommen, meine Eltern. Ich weiß, es klingt wie ein schlechter Hollywood-Film. Aber ja, es ist halt auch wirklich so passiert. Und ja, ich habe dann bei meiner Oma gelebt, bis dass ich 18 war. Und die ist halt dann auch gestorben. Ja, jetzt habe ich halt keine Familie mehr. Wie schaut es mit der Familie von Ihrem Freund aus? Ja, der Thomas hat es auch nicht so mit Familie. Ich meine, ja, hin und wieder sind wir schon zum Essen eingeladen bei ihnen und auch gerade Weihnachten sind wir bei ihnen. Aber sonst, ja, er hat es nicht so mit Familie. Warum glaubst du, dass er nicht so ein Familienmensch ist? Ja, natürlich ist Familie wichtig. Aber bei uns ist es halt so, dass der Partner viel wichtiger ist. Das sehen halt wir so. Schatzi, grüß dich. Okay, sag einmal, weißt du überhaupt, wie spät das ist? Ja, ich habe so einen Stress gehabt in der Arbeit, es tut mir leid. In der Arbeit? Hey, ich bin vorbeigefahren, der Auto ist nicht einmal durchgestanden. Du warst schon wieder bei ihr. Ja, ich war bei ihr. Sie tut schon wieder. Lukas, ich mein's echt nicht böse. Aber glaubst du nicht, dass das nichts mehr bringt? Dass du dir nicht mehr helfen kannst? Ja, schon, aber ich kann jetzt einfach nur nicht aufgeben. Ich will noch nicht aufgeben. Na Schatzi, ich verstehe dich eh. Aber wie oft hast du es jetzt schon probiert? Hey, alle wieder schickst du dich weg. Und dann nimmst du nur dein Geld und dann kannst du wieder schleichen. Es tut mir auch leid, dass ich eigentlich wieder heim bin. Aber bitte gib mir einfach nur ein bisschen Zeit. Ich will jetzt noch nicht aufgeben. Ja, wie du meinst. Willst du noch was zum Essen bestellen oder fahren wir gleich heim? Ich habe in der Arbeit gegessen, ich brauche nichts mehr. Gibt es vielleicht sonst noch was, über das gerne reden möchten? Nein, fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Nichts Bestimmtes mehr? Nein, mein Leben brennt eigentlich tadellos, ja. Frau Zauner, ich möchte Ihnen jetzt nicht zu nahe treten. Aber normalerweise, wenn Menschen zu mir kommen, haben sie ein bestimmtes Problem, was sie zu bewältigen haben. Oder sie haben vor irgendwas Angst. Und bei der Angst soll ihnen dann helfen, dass sie es bewältigen können. Sie hingegen scheinen mir aber das perfekte Leben zu haben. Sie haben, was man verzögert, überhaupt keine Probleme.
Und da frage ich mich halt dann, und sagen Sie mir bitte nicht besser, warum sind Sie da? Abgesehen davon, dass Sie die Stunden ja zahlen müssen. Nicht, dass ich Ihnen nicht da haben möchte, aber meiner Einschätzung nach darf sie Ihnen vielleicht gut von sich mit Freunden zusammensitzen. Oder Sie sitzen sie mit einer Freundin zusammen, gehen mit ihr auf einen Kaffee, reden über belanglose Dinge, über Gott und die Welt, quatschen über ihren Freund mit ihr. Aber sind Sie mir wirklich nicht besser, aber ich habe einen sehr straffen Terminkalender. Und es gibt Leute, die brauchen die Therapiestunden dringender wie Sie. Das haben Sie jetzt sehr schön gesagt. Also ganz ehrlich, wie oft, dass man ich denke, ja, wenn da irgendwelche Leute auf der Straße rennen. Scheiße, der schaut aus wie ein Psychopath. Der hat die Stunden sicher viel nötiger als wie ich. Nein, wirklich. Da frage ich mich dann immer, ob der wohl auch zu Frau Dr. Maybach geht. Nein, wirklich. Wissen Sie was, haben Sie Visitenkatalog? Die verteile ich für ihn. Da mache ich aber eine Werbung und bei Ihnen pumpt das Geschäft. Was halten Sie denn für sowas? Nein, wohl. Dann hätten Sie was davon, aber ich nicht. Wir machen so. Ich verteile für Ihnen diese Visitenkatalog und Sie machen mir dafür die Therapiestunden einfach gratis. Das war doch eine Idee, oder? Frau Zauner. Geht es Ihnen wirklich gut? Ja, natürlich geht es mir gut. Das war ein ganz normales Angebot, oder nicht? Gibt es nicht vielleicht doch irgendwas, was wir sprechen wollen? Nein, wisst ihr jetzt nichts. Und ich glaube, dass wir an der Stelle auch fertig sind. Was, ich verstehe nicht, was da jetzt Ihnen ein Problem ist, ja? Ganz ehrlich, mein Leben rennt tadellos, so wie Sie sagen, es rennt perfekt. Und da brauche ich mir für so einer möchtegern Psychologin, wie Sie sind, auch nicht versauen lassen. Ganz ehrlich, was kriegst du jetzt für so eine lächerliche Therapiestunde bei Ihnen? Die Sitzung war kostenlos. Bitte, ich brauche Ihre Almosen nicht, ja? Was kostet so eine Stunde? Ich glaube, wir sollten für nächste Woche wirklich einen Termin vereinbaren. Wie mir scheint, haben Sie unterdrückte Aggressionen. Unterdrückte Aggressionen? Ist das jetzt wieder ernst? Also ganz ehrlich, mir geht's gut, in Thomas geht's gut, uns geht's alle gut, ja? Was kriegst du jetzt für so eine Stunde? 50, 100? Wenn Sie unbedingt zahlen wollen, 50 Euro kostet die Sitzung. Wissen Sie was? Das war keine ganze Stunde. Ich habe genau auf die Uhr geschaut. Das war eine halbe Stunde. Und Sie kriegen nur 25 Euro. Bitteschön. Auf Wiedersehen.